Liebe Zuschauer, das hier ist unser neuer Darling, Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Kann man dir mal zeigen? Ja. Jawohl. Der Wiedeking, der die fantastische Schnapsidee hatte, den mittelständischen Kleinbetrieb VW einfach mal so zu übernehmen. Hat natürlich nicht ganz so hingehauen, Herr Wiedeking. Und deshalb hat er gerade 1,75 Milliarden Euro Staatshilfe für Porsche beantragt. Im Grunde wäre Wiedeking fast alleine in der Lage, das Unternehmen für eine gewisse Zeit am Laufen zu halten. Denn im vergangenen Jahr hat er fast 80 Millionen Euro verdient. Das haben wir umgerechnet. Ja, davon könnte er sich gut und gerne 700 Porsche kaufen. Macht er aber nicht. Ja, Porsche war schon immer so ein bescheidener und sympathischer Familienbetrieb. Das zeigen uns jetzt auch Olli Durke und Janina Kalle in der Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute Porsche. So ein Porsche geht voll einfach. Nimmst einen Smart für so 8000 Euro, ziehst ihn ein bisschen lang und machst ihn ein bisschen teurer. Ist ja auch ein bisschen länger. Schwupp, hast einen Porsche. Kommen die Möchtegern-Teenies über 50 und kaufen alle Porsche weg. Und Porsche geht ab wie eine Rakete. Wird der Porsche-Chef Onkel Wiedeking zum Autogott? Na dann, Halleluja! Und was macht ein Autogott so den ganzen Tag? Klar, der badet schön im Geld. Und dann surft er noch 15 Jahre auf der Erfolgswelle. Toll! Aber immer nur surfen ist langweilig, sucht sich der Wiedeking auch noch einen Fußballverein. Nee, aber nicht irgendeine Gurkentruppe, sondern den deutschen Meister Wolfsburg. Und das Beste, der Verein hat auch noch eine eigene Wirtschaft. Die Volkswagen-Wirtschaft. Und der Boss von der Wirtschaft, der Ferdinand Pirch, ist zwar ein bisschen komisch, macht aber nichts. Den trinkt sich der Wiedeking schön. Lecker. Kommt auf einmal der Staatsonkel Wulf und sagt, die VW-Wirtschaft ist meine Stammkneipe. Nö, sagt der Onkel Wiedeking, du als Staat hast hier in der Wirtschaft gar nichts zu suchen. Da. Doch jetzt kommt Sticke für den Wiedeking, kriegt er vom Pirch eine gesalzene VW-Rechnung über 8 Milliarden Euro. Ups. Hat sich Porsche bei der Übernahme von VW total verhoben. Guck mal. Nanu, ist die Porsche-Geldwanne leer? Und wo kommt neues Geld her? Genau, wird die Hausordnung in der Porsche-Wirtschaft ein bisschen geändert. Bei Porsche muss die Politik rein in die Wirtschaft. Immer reinspaziert in die gute Stube. Nee, sagt der Staatswulf, schieb ab, ich bleib lieber bei meinem VW-Ferdinand. Toll, freut sich der Onkel Wiedeking. Naja, klappt ja super. Und nächste Woche endlich. Porsche angelt sich jetzt doch noch VW. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.